Die Funktion f ist in Termdarstellung gegeben. Ihr Graph soll für einen gegebenen Definitionsbereich mit Hilfe einer Werttabelle dargestellt werden. Der Term ist gegeben. F von x ist gleich x Quadrat plus 0,6x minus 2,8. Dieser Graph wird von GeoGebra unverzüglich dargestellt. Wir stellen die Funktion aber im gegebenen Definitionsbereich dar und berechnen die Werte. In der Tabelle beschriften wir zunächst den Tabellenkopf. Für die Argumente, erste Spalte, unter Anführungszeichen x. Für die zugehörigen Funktionswerte, zweite Spalte, unter Anführungszeichen f von x. Wir können den Tabellenkopf besonders formatieren, zum Beispiel mit Fettschrift, mittiger Zentrierung und einem hervorgehobenen Hintergrund. Für die Definitionsmenge geben wir ein. Sie beginnt bei minus 3 und endet bei 2,5. Dazwischen sollen die Werte für jeweils um 0,5 ansteigende Argumente bestimmt werden. Wir halten die Reihe der Argumente mit einer einfachen Berechnung. In der nächsten Zelle berechnen wir das neue Argument, indem wir zum alten Argument A2 0,5 addieren. Diese Formel kopieren wir geeignet oft nach unten und erhalten somit für unseren Definitionsbereich von minus 3 bis 2,5 die gewünschten Argumente. Die zugehörigen Funktionswerte berechnen wir mit unserem Funktionsterm, indem wir den Term jeweils am zuständigen Argument evaluieren. Zunächst für die Zelle A2 und durch Kopieren für alle weiteren Zellen bis A13. Um diese Wertepaare grafisch darstellen zu können, bereiten wir unser Grafikfenster entsprechend vor. Wir wählen Koordinatengitter und beschriften die Achsen. Grafikeigenschaften: Die x-Achse soll eben mit x und die y-Achse mit y beschriftet werden. Weiters wählen wir einen geeigneten Ausschnitt. Er muss von minus 3 bis 2,5 führen. Dies kann entweder in den Grafikeigenschaften oder durch Ziehen mit der Maus geschehen. Und genauso in der vertikalen Richtung müssen es Werte von etwa minus 3 bis 5 sein. Wir erhalten den entsprechenden Ausschnitt etwa durch diese Einstellungen. Zuletzt stellen wir die Werte, indem wir eine Liste von Punkten erzeugen, dar. Mit dem Befehl Funktion schränken wir die Darstellung des Funktionsgraphen von f, also d,
der gegebenen Funktion auf den Definitionsbereich von minus 3 bis 2,5 ein. Fertig.